In Hongkong eskaliert die Lage weiter. Polizisten feuerten mit Gummigeschossen und Tränengas, Demonstranten mit Pfeilen und Brandsätzen. Die Polizei hat angedroht, mit scharfer Munition zu reagieren, wenn Randalierer tödliche Waffen einsetzten und andere Gewaltakte verübten. Vor einem Universitätscampus hatten Demonstranten Molotow-Cocktails geworfen. Gleichzeitig hat die Polizei begonnen, Barrikaden von Demonstranten zu räumen, die sich am späten Sonntag in einer Universität verschanzt hatten. Auf einer Brücke über dem Cross-Harbor-Tunnel entwickelte sich ein Scharmützel zwischen Wasserwerfern der Polizei und Molotow-Cocktails von Demonstranten. Eine Benzinbombe traf ein Polizeifahrzeug, das sich daraufhin zurückziehen musste. Die benachbarte Universität ist die letzte von 5, die noch besetzt ist. Aktivisten nutzten den Campus als Basis, um den Tunnel zu blockieren. Die Hochschulen der Stadt hatten sich in der vergangenen Woche zu einem neuen Brennpunkt der seit mehr als 5 Monaten dauernden Proteste entwickelt. Mehrere Universitäten kündigten daraufhin an, das Semester vorzeitig zu beenden.